Haben Sie von der Idee gehört, eine Finanztransaktionssteuer einzuführen? Eine Umsatzsteuer auf alle Finanzgeschäfte? Sie wird auch die Steuer gegen Armut genannt. Ja, das ist eine süße kleine Idee. Banken zu besteuern, um Armut zu bekämpfen und Spekulation einzudämmen. Aber ich glaube nicht, dass es funktioniert. Es ist sehr kompliziert und eine erhebliche Belastung für die Banken. Die gerade mit Milliarden von Steuergeldern vor dem Untergang gerettet wurden. Eben. Und schon wieder Milliarden Gewinne machen und sich hohe Boni auszahlen. Ja. Also, die Steuer würde für alle Transaktionen mit Wertpapieren, Derivaten und Devisen anfallen. Also, Geschäfte, die mit dem Otto-Normalverbraucher und seinem Sparbuch nichts zu tun haben. Ja. Stimmt das? So, in der Art. Ist alles wahnsinnig komplex. Wie viel würden die Banken von jedem Geschäft abgeben müssen? Was? 1%? Nicht ganz. Ein Zehntel Prozent? Nein. Die Hälfte davon? 0,05% von jedem Geschäft? Ja, ungefähr. Und wie viel würde diese Steuer einbringen? Eine ganze Menge, schätze ich. 1 Million Euro pro Jahr? Nein. Mehr. 1 Milliarde? Etwas mehr, habe ich mir sagen lassen. 10 Milliarden Euro? Mehr. 50 Milliarden. Ja, so ungefähr. In Wirklichkeit sind es mehr als 100 Milliarden Euro. Und es könnte doppelt so viel sein. Sogar mehr als doppelt so viel. Ja. Eine winzig kleine Steuer auf den Handel mit Finanzvermögen würde jährlich Milliarden Euro einbringen und könnte somit helfen, Armut und Hunger in der Welt zu bekämpfen, endlich etwas gegen den Klimawandel zu tun und hierzulande soziale Gerechtigkeit zu schaffen. Möglicherweise ist es doch eine ganz gute Idee. Ja. If I just lay